Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute ist Dienstag, eine neue Kolumne. Nach dem Spiel geht's endlich wieder normal weiter. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, zweimal schlafen ist schon wieder vorbei. Die Spiel liegt 2 Tage hinter uns. Und ja, was soll dann heute auch anderes als Thema sein? Natürlich werde ich über die Spiel sprechen. Zunächst einmal noch über die letzte Kolumne. Wir haben darüber gesprochen, über Trends, wird auch sicherlich heute ein Thema sein. Viele neue Trends haben wir damals oder habe ich damals nicht gesehen, da habt ihr mir weitestgehend zugestimmt. Natur habt ihr an mehreren Stellen genannt, ich glaube, das kann man tatsächlich als Trend festhalten. Natur in Spielen oder das ganze Thema Ökologie, Nachhaltigkeit nimmt doch deutlich zu. Da gibt es einige Spiele, die da am Markt sind. Und das ja, kann man tatsächlich als Trend irgendwo so ein Stück weit festhalten. An dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank auch für die massiven Zugriffe auf den Videokanal, aber eben halt auch auf die Brettspielbox-Seiten. Ich habe den Tagesrekord geknackt. Es ist unglaublich, wie viele Leute eben halt auf der Seite waren und sich über die Messe informiert haben. Ich habe mal irgendwann gesagt, das ist so ein bisschen, ja, ich sag mal, wie der Applaus an den Schaffenden. Und ja, dementsprechend vielen Dank eben halt für die Bestätigung meiner Arbeit und die Zugriffe auf die Seiten. Einen Sieger gab es auch. Kampf um den Olymp geht an André Tannhäuser. Herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Wir setzen uns da nochmal kurz in Verbindung, um die Übergabemodalitäten ja, zu besprechen. Dann gehen wir direkt zu Spiel. Ich selbst war von Freitag bis Sonntag vor Ort. Donnerstag noch nicht. Donnerstag war es aber wohl am ruhigsten. Freitag war auch ebenfalls sehr ruhig. Hat man daran gemerkt, dass es mir gelungen ist, in gut 120 Minuten sämtliche 5 Hallen zu durchlaufen und nahezu jeden Stand einmal kurz angeschaut zu haben. Hier und da war das ein oder andere kleine Gespräch auch noch mal kurz drin. Und ich habe am Ende die gleiche Schrittzahl benötigt wie am Samstag, wo ich deutlich mehr Termine hatte und ja, ich sag mal, es doch sehr eng zugegangen ist. 94.000 Leute waren über die 4 Tage dort. Am Samstag war wohl angeblich das Kontingent von 30.000 pro Tag erreicht. Bleiben dann immer noch gut 63.000, die sich auf die anderen 3 Tage verteilt haben, also circa 21.000 dann an diesen. Aber das Delta von knapp 9.000 Leuten hat man dann schon gemerkt. Also Samstag mit 30.000 Leuten war schon ein Stück weit unangenehmer. Gerade in der aktuellen Situation, ich bin mit solchen Menschenmassen schon über längeren Zeitraum nicht mehr konfrontiert worden. Da hat man sich doch ein bisschen unwohl gefühlt, war gerade so in der Halle 3 oder aber auch in der Halle 1, wo es immer etwas voller war, Galerie war auch relativ voll, zumindest eben halt in diesen Gängen, war dann schon so ein bisschen unangenehm. Und da hat man irgendwie so ein komisches Bauchkrummeln. Glücklicherweise, ich habe mich immer getestet noch, waren die Tests alle negativ, toi toi toi, teste auch aktuell noch weiter, weil das ja gegebenenfalls mit einer gewissen Nachlaufzeit passiert, sieht aber im Moment alles soweit gut aus, gut überstanden. Ja, 620 Aussteller waren vor Ort aus 41 Ländern. Und was mich da besonders überrascht hat, war die hohe Anzahl von spanischen Verlagen. Ich habe 11 Stück mal für mich aufgelistet. Mag sein, dass der eine oder andere mir durchgerutscht ist. GDM, Atomo, Devier, DMZ, Peroloco, Ludonova, Red Morcho, Two Tomatoes, Ediciones, Masqueoka, Falomir, Yogos und Looping Games sind zumindest die, die mir jetzt so als spanische Verlage bekannt sind. Wahrscheinlich habe ich noch 1, 2 vergessen. Und dazu auch das ein oder andere Highlight dabei, siehe Devier Games oder auch Ludonova, die weitestgehend ausverkauft waren. Red Morcho hatte einen sehr starken Kickstarter-Preview dabei mit Tendaya. Also es ist schon echt spannend, was da im Moment gerade in Südeuropa passiert in Spanien. Da sind doch wirklich ein paar Verlage dabei, die wirklich sehr, sehr schöne Perlen dort gerade produzieren.
sollte man zukünftig wahrscheinlich ein Stück weit stärker darauf achten. Ja, was war noch das Thema Ausverkauf? Das ist ein großes Thema gewesen, Ausverkauf und dazu gleich das Gemecker in den sozialen Medien, was ich persönlich null nachvollziehen kann, insbesondere wenn eben halt die Aussteller die Möglichkeit angeboten haben im Vorfeld, ohne dass teilweise eine Bezahlung erfolgen musste. Das musste nämlich bei den wenigsten passieren. Das heißt, man konnte es vorbestellen und wenn man es nicht abgeholt hat, ging das in den normalen Verkauf. Siehe Arche Nova, wo ich glaube 500 Exemplare im Vorverkauf waren. Der Vorverkauf auch nicht unterbrochen, abgebrochen oder sonst was worden ist. Hier hatte wirklich jeder die Möglichkeit dazu zu schlagen und das auch nicht mal eben so eine halbe Stunde, sondern ich glaube der Vorverkauf oder die Reservierung, war ja noch nicht mal ein Vorverkauf, war fast 10 Tage offen. Gut, wer das dann nicht mitbekommen hat oder da nicht zugeschlagen hat, muss ich sagen, echt selbst schuld. Da verstehe ich auch hinter nicht, dass man da rummeckert und Feuerland da so in den sozialen Medien anprangert. Und es gab viele Verlage, die ähnlich gehandelt haben. Es gab auch welche, die nur am Freitag verkauft haben. Okay, ist so passiert, aber der überwiegende Teil hat eben halt mit Vorverkauf agiert. Da sollte jeder eigentlich mit einer vernünftigen Planung eigentlich auch klarkommen. Und das finde ich dann teilweise auch nicht gerechtfertigt und es scheint aber auch so diese Kultur in Deutschland zu sein, erstmal in den sozialen Medien nahezu anonymisiert rumzumeckern und das Thema eben halt nicht auf die eigene Kappe zu nehmen, denn verpennt hat man es ja dann meistens selber, wenn man nicht reserviert hat. Ja, es ist aber leider so, wir haben im Moment noch die Auswirkungen aus Corona und das werden wir wahrscheinlich auch eine ganze Zeit lang noch selber spüren. Also nicht nur, dass nur zu wenig Exemplare an vielen Stellen da waren und die dann schnell weg waren. Es waren teilweise Titel auch gar nicht da, die angekündigt waren. Siehe beispielsweise Rote Kathedrale oder ein paar Pegasus-Titel etc. Schwerkraft hatte das Terraforming Mars Ares Expedition nicht dabei. Alles sicherlich ärgerlich, weil man es gerne mitgenommen hätte, vielleicht auch noch irgendwo ein Messerabatt davon profitiert hätte. Ist aber leider nicht, funktioniert zurzeit nicht so genau und dementsprechend muss man sich halt auch mit dieser Situation arrangieren. Und ganz ehrlich, ich habe mein Arche Nova auch nicht bekommen. Ich muss bis Dezember warten, ist so. Ja, also dann, das funktioniert dann halt nicht anders und ich könnte mir vorstellen, dass ich es auch schaffe, eben halt das Arche Nova auch erst im Dezember dann in aller Ruhe auszuprobieren. Einmal konnte ich sowieso schon mal spielen. Funktioniert. Ich muss auch nicht jetzt das alle Spiele da möglichst schnell in die Kamera halten. Frag mich an dieser Stelle leise Kritik, vielleicht an dem einen oder anderen Kollegen, Kollegin, sowieso, wie man eben jetzt schon Rezensionen von Neuheiten hinein in die Kamera halten kann, obwohl das Spiel vielleicht gerade mal 4-5 Tage in den eigenen Händen liegt und man sicherlich nicht nur ausschließlich das eine Spiel gespielt hat. Aber das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Teuer. Ja, natürlich, wir haben Preissteigerungen. Nicht jeder Verlag gibt die im Moment 1:1 weiter. Der eine oder andere macht das aktuell. Wir werden uns sicherlich darauf einstellen können, dass die Preise weiter nach oben gehen. Wir sehen es im Moment gerade an den Energiekosten hier in Deutschland selber. Und das wird halt auch bei den Transportkosten international der Fall sein, bei den Rohstoffkosten, die da eben halt sind. Wir werden uns wahrscheinlich gewöhnen müssen, dass beispielsweise das 30 Euro jetzt das neue 40 Euro sein wird und dass man für Expertenspiele, von denen es übrigens spannenderweise eine Menge in diesem Jahr gab, also ich fand, es sind sehr viele Spiele so im oberen Kennerspiel beziehungsweise Expertenspiel auch auf dem Markt, ja, da werden wir uns halt drauf einstellen müssen, dass die teurer werden. Was gab es noch für Trends? Natur hatten wir eben schon drüber gesprochen, ist weiterhin Roll- und Flip-and-Ride-Spiele. Die gibt es da, die wird es auch weiterhin geben. Ich glaube, dieser Trend wird auch erstmal nicht weiter gebrochen werden. Das gleiche gilt auch für die Detektiv- und Escape-Room-Spiele. Im kooperativen Genre wird es auch im Moment weitere Zuwächse geben, weil das weiter gefragt ist und immer mehr Verlage jetzt auch versuchen, ihr eigenes Spiel im Bereich Escape bzw. Detective eben halt auf den Markt zu werfen. Und das, was ich so gesehen habe, was in den nächsten 1-2 Jahren dann noch kommen soll, wird es da auch noch weitere Sachen geben. Wenig Überraschung, ja, es gab schon
Es wird ja von 1000 Neuheiten gesprochen, das halte ich jetzt mal für etwas schwierig. Ich glaube nicht, dass es am Ende 1000 Neuheiten waren, es sei denn, man nimmt die Frühjahrsneuheiten mit dazu. Also wenig Überraschungen, hier und da mal vereinzelt kleinere Sachen, die man vielleicht nicht so oft im Schirm hatte, die dann eben hochgeploppt sind. Aber da würde ich sagen, das wird gefühlt jedes Jahr irgendwie ein Stück weit weniger. Was dann da so an Überraschung da ist. Was ich auch super fand, nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Thema Corona. Die Masken wurden getragen, riesiges Kompliment an alle, die da waren. Ich habe dort auch nie große Diskussionen, Scherereien oder sonst was gesehen. Man hat auch vernünftig weitestgehend Abstand gehalten. Wie gesagt, Samstag war es ein bisschen schwieriger. Also da ein riesiges Kompliment an alle, die da waren. Selten mal eine Nase oberhalb der Maske gesehen. Ja, vielen Dank an der Stelle, dass das so super gelaufen ist. Dementsprechend hat man halt auch vermehrt eine echt angenehme Stimmung auch an den Spieltischen gemerkt. Die Abstände waren angenehm breit. Ich weiß nicht, wenn ihr kennt das ja wahrscheinlich selber, ihr sitzt da und dann rutscht noch mal einer so an den Stühlen vorbei und nicht einer, sondern hin, rein, raus. Da wird man jedes Mal im Spielen gestört. Bei diesen Abständen, die jetzt da waren, war dem nicht so. Natürlich hat dann der ein oder andere weniger spielen können. Ich weiß, dass bei Feuerland immer eine Riesenschlange war. Ich weiß, dass bei Plan B Games viele eben Great Western Trail oder Azul spielen wollten und da lange angestanden haben. Aber ich glaube, die Spiel täte ein Gutes. Im nächsten Jahr haben wir ja dann die Halle 4. Die Halle 7 und 8 waren ja auch nicht besetzt. Also der Märzverlag, denn das wäre mein Fazit oder mein Wunsch, der Märzverlag täte echt ein Gutes daran, eben halt diese Hallen, die ja wahrscheinlich, glaube ich, sowieso gemietet worden sind, mit in das ganze Konzept einzubeziehen, den Verlagen vielleicht einfach auch größere Stände zuzugestehen, um dann eben halt mehr Spielfläche dort auch anbieten zu können. Ich habe so den Eindruck, dass das eben halt auch von den Spielern gewünscht ist. Vor allen Dingen halt auch angenehmere Spielatmosphäre, dann ist es auch nicht so tierisch laut. Man kann tatsächlich eben halt auch ein Spiel spielen, sich darauf konzentrieren. Und vielleicht ist das tatsächlich auch eine Möglichkeit, ich sag mal, in einem Jahr 2022 darauf zu reagieren und die anderen Hallen einfach mit hineinzunehmen, die Flächen größer zu gestalten, die Gänge vielleicht etwas breiter zu machen, um diese ganze Atmosphäre ein Stück weit aufzulockern. Das wäre ein Wunsch von meiner Seite. Ja, dann bleibt mir persönlich nochmal Danke zu sagen. Ich fand es toll, dass mich doch einige von euch angesprochen haben, mal einfach stehen geblieben sind, nettes Gespräch geführt haben, Danke gesagt haben, sei es für die Karten, für die Arbeit, die ich mache. Hat mich echt super gefreut, mich sehr berührt, dass da doch so ein toller Zuspruch ist. Und ja, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Es ist irgendwo auch für mich irgendwo was Besonderes, wenn man da über die Messe rennt und sieht doch eine Menge Leute eben halt mit den Hallenplänen von mir da herumrennen. Und wie gesagt, der ein oder andere ist dann stehen geblieben, hat mal kurz mit mir gesprochen, fand ich super nett, habe mich tierisch drüber gefreut. Also gerne im nächsten Jahr. Also, es geht gar nicht um das Danke sagen, sondern einfach mal den Kontakt zu haben, weil es ja, ihr seht mich, aber ich weiß meistens eben nicht, wer dann da auf der anderen Seite zuguckt. Und von daher ist es immer ganz nett, halt dort auch mal ein Gesicht dazu zu bekommen. Gewinnspiel gibt es auch. So, wo habe ich es denn? Ach, hier, Roter Planet. Aufbruch zum Roten Planet könnt ihr heute gewinnen. Ist ein Spiel, was bei Heidelberg Games mit Fantasy Flight herausgekommen ist. Und die Frage ist, wenn ihr euch was für die Spiel 2022 wünschen könntet, ich habe ja meinen Wunsch schon angegeben, müsst auch nicht den gleichen Wunsch haben, was wäre euer Wunsch für die Spiel 2022? Sei es jetzt den Wunsch an den März Verlag, sei es den Wunsch auch vielleicht an die Verlage. Also was würdet ihr euch für das nächste Jahr wünschen? Was könnte gleich bleiben? Was könnte sich auch verändern? Und das könnte jeder sein, der da war, der vielleicht auch aus der Ferne nur betrachtet hat. Also was ist an der Stelle eben das, was ihr euch für das nächste Jahr dort wünscht? Ein gespielt werde ich heute nicht machen. Das gibt es wieder ab der nächsten Woche. Am Wochenende werde ich sehr wahrscheinlich noch die Monatsbox
jagen. Da sind doch ein paar Spiele zusammengekommen, deswegen verzichte ich jetzt auf das gespielt hier in der Kolumnenfolge. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und ja, ich freue mich, dass wir jetzt auch wieder in diesen normalen Turnus hier einsteigen. Am Freitag gibt es die News, da wird auch wieder einiges zusammenkommen. Und macht's gut, bis dann, euer Christoph, tschüss.